Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Resident Evil 7. Dieses Gebiet hier dürftet ihr aus der letzten Folge schon kennen. Wenn ihr die nicht gesehen habt, gerne mal reinschauen. Wenn ihr, das adlige ihr. Nee, wenn du die nicht gesehen hast, gerne mal reinschauen. Oh, scheiße, Kumpel. Ich gehe das Ganze jetzt nochmal an hier. Was soll's? Nachdem ich in der letzten Folge den Kampf verloren habe. Ich finde das ganz gut, dass wenn man stirbt, man Hinweise bekommt oder Tipps bekommt, wie man denn eventuell weitermachen kann. In diesem speziellen Kampf. Armer Deputy. Mehr hast du nicht zu sagen? Armer Deputy? Okay. Wobei ich sagen muss, der Tipp, den ich da gekriegt habe, der war jetzt auch nicht so wahnsinnig hilfreich, aber okay. Hey. Gut, schnell das Schießpulver einsammeln. Viel mehr war hier nicht, ne? Glaub nicht. Gut. Durchgeladen ist. 4 Schuss in einem Magazin ist natürlich auch ein bisschen knapp immer, ne? Aber naja, okay. So, durchgeladen ist. Arzneimittel haben wir. Zur Not Kraut fressen. Und ein bisschen was liegt da noch da. Ist das, das Schwert, wollte ich gerade sagen. Das Messer. Da ist die Flinte. Da ist der Kopf. Los geht's. Geil, dass man den Schatten von ihm schon sehen kann hier. Daddy, Daddy cool again. Du kommst hier nicht raus! Du auch nicht! Mit einem Game Over Screen. Oder wie meinst du das? Ah, shit, zu früh. Okay, Phase 1 ist durch. Phase 2. Phase 3, Profit. Also, hol dir die Kettensäge, mein Freund, dann kann ich mir Kettenschere. Aber ich frage mich, ob das so ein bisschen eine Anspielung. Ja, Moment, ich hole mir meine. Eine Anspielung auf, nee, warte mal, L1 war blocken. Ja. Auf Clock Tower ist. Ja, 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 ist das Stunt? Ja, okay, gut, jetzt geht's. Oh, alter Schwede, das ist auch abartig übertrieben, krass, eklig. Unnötig, scheiße. Bah. Ah, Typ, warte mal eben, ich muss mal eben. Oh. Nee, Alter, wie lange denn noch? Alter, nee, das ist auch nicht schön.
Nee. Ich habe hier doch schweres Werkzeug. Muss ich ihn vielleicht dazu bringen, dass er da dran rumschneidet? Das ist gar nicht so einfach. Was haltet ihr davon, wenn ich den Kampf mache und euch wiederhole, wenn das geklappt hat? Ist doch spannender, oder? Dann stoppe ich kurz den Timer und dann bis gleich. Nein, na what? Come on! Irgendwann ist er gut, Typ. Und bleib tot. Das Spiel ist das abartig. Ist das krass abartig. Also das ist schon. Ist das in Deutschland ungeschnitten erschienen? Ich muss meinen Timer wieder anmachen, Moment. Okay, bin so ein bisschen überrascht, wie das jetzt am Ende dann doch, wie einfach das am Ende dann jetzt doch war. Einfach immer rein. Na gut. Aha, und jetzt geht's auch. Es ist ein Zombie-Spiel. Ich habe hier gerade einen Typen mit einer Kettensäge umgelegt und alles. Das, mit Logik hat das nicht mehr viel zu tun. Weil ich kenne das so, Kettensäge, wenn du da einen Nagel irgendwie im Brett hast oder im Balken hast, den du durchsägen willst, dann ist die Säge im Arsch. Und wenn du da, so wie er jetzt hier so ein Stahlträger oder was das war, ne, hängt da noch, okay. Mit einer Kettensäge durchsägen willst, viel Glück. Na gut, aber das war Jack? Ja, den Schlüssel habe ich hier trotzdem noch nicht. Nee. Aber ich war hier unten ja nicht und deswegen. So. Jetzt können wir. Zurück! Jetzt habe ich den Hundekopf. Richtig, genau, das war das, was ich bekommen habe. Alright, nice. Was ein seltsamer Kampf.
Ein Kettensägen gegen Kettenschere-Kampf. Finde ich gut. 9 Schuss nur noch. Eieiei, okay. Sollte erstmal reichen. Armer Deputy. Ich bin mal gespannt, ob Jack davon wieder aufsteht. Wundern würde es mich erstmal nicht. Okay. Warte, wie geht's mir? Aber es wäre trotzdem irgendwie ein bisschen sehr heftig, dass er das dann auch überlebt haben soll. Oder sich davon regeneriert. Aber ja, die regenerieren sich. Los Regenerados, oder wie hießen sie? Stimmt, daran erinnern mich diese komischen Viecher hier auch so ein bisschen. An die Los Generados. Guck mal, ich kann hier durchgucken. Das ist ja geil. Das ist ja richtig gut, Alter. Ich kann durch den Schlitz an der Tür gucken. Das ist ja mega. Ja. Ja. Darüber habe ich mich gerade gefreut. Man muss sich auch mal über die kleinen Dinge freuen können, ne? Wo ist der Ausgang? Da. Puh. Omi ist zurück. Kann ich eigentlich Schrotmunition basteln? Ne. Das lege ich jetzt erstmal ab. Ich habe übrigens gesehen, also was durch den Patch 1.0.1 kam, war die... Sieh mal, die kann ich ja. Kann ich alle wegpacken. War, dass ich die Trophäen synchronisieren konnte, wodurch ich dann auch in die Trophäenliste schauen konnte. Habe ich das schon gesehen? Ja. Ach, Travis, guck mal, das hat Travis geschrieben. Genau, und dadurch habe ich gesehen, es gibt eine Trophäe dafür, dass man das Spiel durchspielt und nur dreimal diese Kiste aufmacht. Liebe Courtney, die Arschlöcher suchen nach mir, aber vielleicht gibt dir das eine Gelegenheit zur Flucht. Um rauszukommen, musst du die Reliefs finden, die wie Hundeköpfe aussehen. Ich habe einen der Köpfe im Zerlegungsraum im Keller gesehen. Finde den. Er ist der Schlüssel hier raus. Ja. Weiß ich, habe ich doch schon. Wollte ich den Dietrich immer noch? Okay, aber ich wollte eigentlich nur speichern. Gut, das heißt, wir haben das Gewehr, wir haben die drei Hundeköpfe. Habe ich das Spiel jetzt durch? Nee, oder? Nee, kann gar nicht sein, da fehlen ja noch ein paar Familienmitglieder. Mit einigen haben wir uns ja noch gar nicht beschäftigt. So, die Oma, was macht die Oma jetzt mit mir? Was macht die Oma jetzt mit mir? Sie guckt auf jeden Fall erstmal her. Omi. Ich gehe einfach an ihr vorbei. Ich kann nicht mal auf sie zielen, okay, krass. Achso, ja klar. Wie bewegt die sich hier? Das ist... bisschen sehr seltsam. Ja, kannst auch legen. Daddy, Daddy, cool. Welcome to the family. Oh. Trophäe.
Nee, das kann. Ich kann noch nicht am Ende sein. Was ich auch in den Trophäen gesehen habe, war eine für das Spiel in unter 4 Stunden schaffen. Und wenn ich jetzt fertig wäre, wäre ich ja in unter 4 Stunden. Und das wäre seltsam. Deswegen. Es geht weiter. Was soll ich sagen? Ich finde das gut. Bis jetzt war es meistens so bei VR-Spielen, dass ich mir irgendwann dachte, okay, reicht auch langsam. Aber hier... Hier wäre ich wirklich traurig, wenn es gleich zu Ende wäre. Weil mir das macht mir wirklich richtig Spaß. Hätte ich so nicht gedacht. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Habe ich eine Karte hierfür? Ja, nee, klar, ist das noch nicht fertig. Da sind ja auch noch Schlüssel, die ich noch gar nicht gefunden habe. Gut, lass uns mal da reingehen. Den Trailer. Weiß ich nicht. Okay, wird wohl noch nichts. Eine rote und eine blaue Karte, ja. Ping! Ey. Wir sind hier irgendwo in einem bekloppten Hinterwäldler-Örtchen. Dings. Warum sollte ich nicht einfach Pillen nehmen, die hier rumliegen? Nahrungsergänzungsmittelpillen, die sich aus dem Nervensystem auf das Nervensystem auswirken, müssen zur Verwendung zur Arznei verarbeitet werden. Ach so. Dann kriege ich dadurch Psychotonikum. Ups, Entschuldigung. Mhm. Nervengiftgranaten. Ich würde die ja ganz gerne mal ausprobieren, ne? Einfach um zu wissen. Einfach mal craften, um zu wissen, wie man die benutzt. Ob das einfach nur welche sind zum Werfen, so richtige Granaten, oder ob man hier einen Granatwerfer bekommt. Wobei ich das schon wieder lame finde. Wie viele Rasenmäher haben die hier eigentlich? Unterm Haus liegen welche? Hier neben dem Haus liegen welche? Oder steht jetzt diese eine? Wieso kann ich hier eigentlich hin? Will ich hier überhaupt hin? Oh, guck mal. Lässt sich nicht öffnen. 1, 3, 5, 9, 7? 7? Kann ich echt die Knarre hinhalten? Ja, wie gut. Schade. Aber cool. Ich kann einfach das scheiß Objekt dann da hinhalten, oder? Gut, wie habe ich das denn jetzt gefunden? Wir brauchen also irgendwas, was wir da hinhalten können, was vermutlich eine 7 ergeben soll. Noch ein Kraut. Ich finde schön, dass die Kräuter hier immer noch da sind. Das ist ja auch eins der Sachen, die sich durchziehen seit dem ersten Teil. Was ist das? Spaltmittel. Spaltmittel. Typ, nimm mal deine Hand weg. Kann die flüssige Chemikalie von anderen Objekten trennen, um diesen wieder nutzbar zu machen. What? Okay. Na ja, gut, bevor ich jetzt da weitergehe, gehe ich dann doch mal in den Trailer, oder? Also ich versuch's. Wahrscheinlich kann ich da sowieso nicht rein. Vermute ich jetzt einfach mal. Ey, wie gut es einfach aussieht. Also relativ. Also, ja. Es sieht gut aus. Ach, Typ. Ich frage mich ja, wie viele es davon gibt.
Gibt's auch eine Trophäe für, wenn man die alle zerstört. Warte mal, lass uns mal dieses Zeug mixen. Das benutzen. Und garantiert habe ich hier noch nicht alles gefunden. Daddy, Daddy cool. Okay, wie es aussieht, gibt es hier nur die seine Teil da noch, oder was? Im Trailer gibt es zwei. Aha, Wahnsinn. Das ist jetzt. Dafür habe ich das jetzt benutzt. Scheiße. Da ist was. Da ist auch was. Wie komme ich denn da hin? Komme ich da gut hin? Von hier wahrscheinlich nicht. Da liegt unter dem Trailer was? Munition. Braucht die eigentlich einen eigenen Platz? Ja, brauchst du, klar. Habe ich ja vorhin. Hätte ich vorhin schon merken sollen. Oh, hier liegt auch noch was. Also es lohnt sich, sich wirklich komplett umzusehen. Das ist. Und auch so mit diesen. So in Sachen reinzugucken und so, das finde ich ganz gut. Ich schwärme viel zu viel vor dem Spiel, oder? Der ist tatsächlich offen, okay. Telefon. Das ist ein Safe Room. Ha! BH. Nice. Vielleicht gehört der Zoe. Weiß ich nicht. Neue Knarre. Defekte Pistole. Ach Quatsch, das ist die Kiste. Wieso gucke ich denn in die Kiste? Um zu gucken, ob da was drin ist. Bin ich doof? Manchmal ja. Manchmal ja. Steroide erhöhen dauerhaft die maximale Gesundheit. Erhöhen dauerhaft? 3. 5. Dafür brauche ich die antiken Coins. Die habe ich ja hier. Stabilisierer. Ich kann das nicht so. Erhöht dauerhaft die Nachladegeschwindigkeit. Ne, die Gesundheit ist mir wichtiger. Dann hole ich mir gleich die Coins. Ihr habt vielleicht den Timer gehört. Die Zeit ist um. Da ist noch ein Coin. Magnum. Mein Körper fühlt sich seltsam an. Seltsamer an. Okay, auch ich werde bald wie Mom und Dad sein. Es ist alles ihre Schuld. Sollte ich weglaufen? Nein, unmöglich. Wenn sie das merken, wäre es aus. Nee, wenn sie das merkt. Wenn sie das merkt. Die Frau, mit der sie gekommen ist, mir, sie weiß etwas. Wenn ich das Serum hätte, könnte ich mich heilen. Ich muss mehr herausfinden. Es gibt eine Heilung. Oh, das ist das Bild aus dem... aus dem Kaminzimmer. Für sie ist es zu spät. ...44er Magnum, viel Rückschlag und hohe Mannstoppwirkung. Ja, das Ding ist, ich habe dafür gar keine Munition. Und ich habe sowieso keine 9 Coins, davon mal ganz abgesehen. Dann doch lieber erhöhte Gesundheit, oder? Hier ist ein Videorekorder, aber kein Band. Man merkt, ich will nicht aufhören. Dabei kann ich doch direkt weitermachen. Nun gut, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn du magst. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, wie immer, wäre nett. Das freut mich sehr zu sehen und hilft uns sogar. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.